23. Mai 1867. Wie froh bin ich, dass ich doch deine Briefe habe. Geht's dir auch gut? Du fehlst mir. Jetzt und eben und immer. Vater fragt oft nach dir. Gestern waren Freunde von ihm zu Besuch. Musiker aus Wien. Vater hat ihnen von deinem Bruckner erzählt. Das ist kein unbekannter Mann. Lehrer, sagst du, ist er? In Wien kennt man ihn als Organisten. Der Freund meines Vaters meint sogar, er sei Domorganist in Linz. Vater erwartet sich natürlich gar nichts von einem Mann dieser Herkunft. Das sei wieder so eine große Begabung aus der österreichischen Provinz, die am Katholizismus ersticken werde. Bad Kreuzen, 27. Mai 1867. Liebe Sophia, du hast recht, er ist tatsächlich Musiker. Ich habe ihm zugehört, wie er für sich auf dem Klavier improvisiert hat. Klänge, die ganz neu waren für mich. Die Messe hat er für seinen Chor in Linz geschrieben. Er leitet dort eine gewisse Liedertafel Frohsinn. Eigenartig, dass er sich hier als Dorfschullehrer eingeführt hat. Das mit dem Domorganisten stimmt auch. Das ist ein höchst ehrenvolles Amt in dieser frommen Stadt Linz. Der Bischof persönlich hat sich für ihn eingesetzt, wie er mir voller Stolz und Ehrfurcht und Untertänigkeit eröffnet hat. Bevor er nach Linz geholt wurde, war er Organist im Stift St. Florian, wo ihn seine Mutter noch am Todestag des Vaters hingeschickt hatte, um ein Kind weniger versorgen zu müssen. Mit 12, sagte er, hat er zum ersten Mal dieses unglaubliche Gebäude betreten. Er muss überwältigt gewesen sein von dem Erlebnis Barock, Weisheit, Glauben und Musik. Die Augustinermönche haben seine Begabung entdeckt und ihn unterrichtet. Und er hat auch bald angefangen, selber zu komponieren. Bis es dann ernst wurde und sein Beichtvater ihn gefragt hat, was er denn werden wolle. Lehrer wie der Vater oder etwas Höheres? Nichts hätte er lieber getan, als Musik zu studieren. Aber das kam ihm ungeheuerlich vor, anmaßend. Also sagt er bescheiden, wie der Vater.